Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel. Wir machen heute wieder ein Angezockt und das Spiel heißt Void Dream. Ja, das ist Raft für Arme, Raft für nur, dass man halt in der Luft umeinander schwebt und seinen Zug. Wir machen da jetzt ein neues Spiel. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Und ich würde sagen, ein neues Spiel. Charakter ist wurscht. Sometimes the spirit of adventure beckons so much, it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not an aimless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. 45 Grad minus. The engineer, he'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Also, wir haben da nichts zu drücken. And everything would have been fine in this adventure, if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Anybody home? This is how it all usually starts. Oh. Das heißt, wir reisen da. There was nothing. No people. No warmth. Only darkness. Da, ich habe jetzt die Kontrolle. Das freut mich. Wir sehen da auf der rechten Seite die Steuerung, ne, wie es hat, die mit Leer da mal springen, mit der linken Kontrolle da mal uns bücken und schnell laufen, mit der Sprint-Taste, sprich halt mit der Shift-Taste. Mit E tun wir interagieren und F gedrückt halten, schließt sich das Fenster. Kann man Licht ein ausschalten, alter Schwede, und die Farben, ich finde es echt ein Träumchen. So, oben rechts haben wir einen kleinen Leitfaden, schalte das Licht ein, brände, Depp, na, da meint da ein anderes, war das da. Geht nicht auf. You, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Vielleicht irgendwas Schweres? Ja, was denn? Ah, oh, schau, da können wir uns die Hände wärmen.
Ah, ist das gut. Die Wärme ist, spürt man ja richtig. Moment. Ma. Ja, genau. Wir sind da auf so Schienen. Wir reisen vom Portal zu Portal, so wie der kleine Zug da. Siehst du, da kommt er wieder raus. Und auf unserer Reise zwischen den Portalen sammeln wir, verteidigen unseren Zug, der was mit einer Plattform beginnt. Und den muss man uns dann hochcraften. Alter Schwede. Ah, ist ja gekennzeichnet. Okay. Ja, das bin ich. Gell? Das sind die Hopperlas. Also auch wenn das Kennzeichen vor meiner Nase wäre, ich würde es wahrscheinlich übersehen. Well, I don't think that's going to help. Ja, aber wir haben einen Becher. Also das Spiel läuft sehr flüssig, sehr flüssig. Guter Hammer? Na, da nicht. Hm? Yes. Na, machen wir mal Licht, dann sieht man das besser. Die Effekte sind ein Traum. Also ich habe alles... Grafik. Es war bei mir schon auf episch. Ich denke, höher geht es gar nicht. Und Anzeige. DLSS 2 habe ich reingegeben. Das war alles. Und den Rest. Und auf DirectX 12 bin ich gegangen. Das ist alles, was ich gemacht habe. So, jetzt machen wir mal den Kasten auf. Ja, genau. I'm afraid there's nothing left to mit fix dem Hammer geht es schon. Ne? Naja, schaut doch sicher aus, oder? Perfekt. Ja, das funktioniert halt nicht mehr so, aber es ist eh nur fürs Auge. Schau, jetzt sieht man's. To notice something strange on the table? Da gibt's auch ein Licht. Genau, das ist unsere Reise dann immer. Sieht wirklich sehr interessant aus, muss ich sagen. Na, es wird sie eh sehen. Die Tür bleibt undurchdringbar. Draußen ist es einfach zu viel Schnee, also okay. Dann lass uns nochmal die Hände wärmen, bevor wir auf die Reise gehen. So. Also das bin typisch ich. Naja gut, so grob gehe ich nicht um, aber das kann mir schon passieren. Ne? Kaputt. Mist. Ja, egal. Leg's weg, wir waren's nicht. Wow. Au, au. Na, typisch wieder die Platte. Kapitel 1, das Void. Hey, you all right? Ja, es geht. Oh, you're finally awake. A typical day on watch, huh? Sicher, ganz ein normaler Tag.
Also solange die Animationen so ablaufen, habe ich keinen Einfluss auf den Charakter. Halloween Einlagen haben wir auch. Ich finde es perfekt für den heutigen Abend. So, im Void gibt es keinerlei Schwerkraft. Der Void ist der Raum da sozusagen, denn du kannst da herumfliegen. Da gibt es ein Seil, das die Länge bestimmt, wie weit du reisen kannst, also herumfliegen kannst. Und siehst du, du sollst da alles einpacken. Jetzt haben wir das Büchlein. Die Materialien, letztendlich braucht man alles, meine Freunde. Das ist Eis gewesen, brauchen wir für unsere Ernährung, beziehungsweise, dass unser Leben wieder hochgeht. Okay, so weit komme ich nicht. Okay. So. Wir drücken mal J fürs Tagebuch, also fürs Journal. Der Anfang, zack, wir haben schon alles erledigt. Of course, such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Well, pretty much. Try pulling the other lever. Ja, dann muss ich die Richtung wechseln. All right now, just slowly. Er möchte das mal schneller machen. Und da ist eben ein kleines Spiel drinnen. Immer wenn der Balken, es war jetzt voll daneben, siehst du jetzt doppelt so schnell. Aber ich möchte ja das gar nicht, denn ich finde, Bremse. Die normale Geschwindigkeit, speziell wenn man looten möchte. Ja, die sehen wir dann alles. Ist die normale Geschwindigkeit, die langsamste, wirklich meiner Meinung nach die bessere Wahl. Weil dann hat man Zeit, ein paar Sachen einzupacken und man muss einpacken, ich glaub mir. Wie gesagt, Raft für, ja, naja, mit Zug halt, ne? Und man schwebt halt in der Luft herum. Und man ist selbst der Angelhaken an der Schnur. Seht ihr, man, also wir können überall durch, bis auf die Felsen. Aber man muss nicht auf das Seil achten. Es kann sich nicht verheddern. Ich sammle jetzt einfach mal, ja, schlichtweg ein und danach sehen wir nach, was wir alles bekommen haben und was wir alles machen können. Komm. Mit F kann man sich ranziehen lassen an den Zug. Auch kein Problem, funktioniert eigentlich. Halte F. Ja, und dann kann man aufsteigen. Also wenn er so rudert mit den Händen, dann gebe ich Sprint damit. Das stoßt uns ab und zieht uns am Leben ab. So, dann jetzt schauen wir mal. Ich bleibe meistens stehen, weil ich nirgends vorbeifahren möchte. An dem Zeug, an dem guten Loot. So, und jetzt kann man hergehen. Mal sehen, was haben wir jetzt schon Schönes. Baumenü.
Wir können und wir sollten den Forschungstisch machen. Hihi, und da geht es dann weiter. Okay, dann möchte ich mit R drehen. Hier den Forschungstisch bitte. Da können wir den Boden, den können wir aber noch nicht verlegen. So, die Schmelze. Ja, wir haben das Zeug. Machen wir. Da läuft es ab. Im Grunde wie jedes andere Spiel. Ich möchte auch... Okay, wir brauchen zuerst die Schmelze. Mit B wieder das Baumenü. Da ist das gute Stück. Mit R kann man es drehen. So. Was man mit einer Schmelze machen kann, ist doch klar. Wir sagen mal zuerst Treibstoff hinzufügen. Dann Metallschrott. Okay, wir müssen bluten wieder. Lösen wir die Bremse. Da liegt etwas. Metallschrott, Metallschrott. Holz, alles sehr wichtig. Ja, ein Arbeit aus. Ja, sieht ihr? Der hat mich da jetzt weggeschubst, sag ich mal. Das war jetzt ja noch höflich ausgedrückt, oder? So, lass mir mal schauen. Was hast denn da? Na, das braucht man nicht. Wir brauchen den Eisenbarren und wenn es geht. Aha. Der macht uns den Eisenbahn, damit wir da weitermachen können. Da ist der Eisenbahn. Mit diesem Eisenbahn, das ist so ähnlich wie Besankenland. Wir forschen am Forschungstisch, erforschen das und danach können wir es bauen. Es ist so ähnlich wie bei Sankenland, ja, genau. Da braucht man auch wieder einen Eisenbarren. Aber ich habe ja, aber dann machen wir gleich mal einen Kupferbarren. Den brauche ich auch. Ah, da brauche ich einen Eisenbarren. Und dafür... Aber ich kann sie schon mal herstellen. Es gibt auch Regale. Ah, da darf man gar nicht herstellen. Das passt schon, weil es bleibt ja eh nicht da. Ah, das ist der Kupferbarren. Okay, wir müssen im Inventar, da ist das Eis. Wenn wir das zu uns nehmen, unten links kann man zusehen, wie das Leben wieder hochgeht. Also die können wir getrost immer essen. Das braucht man zum Einschmelzen, das können wir kochen. Das ist unser Holzbestand. Also wir haben momentan nichts. Weiter lasst er mich nicht mehr.
Na ja. Man hört, dass man nicht auf die Inseln kann oder so. So, lass mal schauen, ob wir jetzt schon genug haben für... Sagt, wir haben nicht genug Rohstoffe. Also es ist ja auch ein Early Access Spiel, eine Pre-Alpha sozusagen, aber ich muss sagen, die läuft bis jetzt butterweich. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angezockt. Aber wie gesagt, nur ein bisschen angezockt. Ist mir quasi so ungesehen. Komm, komm, komm da. Immer wenn ich über dem Zug bin, möchte er runter. Okay, schauen wir mal. So. Die zwei Barren sind für die beiden Kisten. Machen wir das mal da rein. Warum nicht? So. Bekommen wir nicht genug Brennstoff? Wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mal mehr Holz. Okay, fahren wir weiter. Also man ist da echt geschützt, man hat nicht das Gefühl, dass man da runterfällt oder so. Sondern es fühlt sich an wie in Subnautica. Schwimmen, tauchen. Nur angenehmer irgendwie. Man hat nicht das Gefühl, dass man nicht vom Fleck kommt oder so. Also es läuft wirklich super, ich bin echt begeistert. Aber eine schöne Welt hat der da gemacht, oder die, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt ein größeres Team ist oder eher was Kleines. Da bin ich jetzt, ich glaube, es war gar kein großes Studio. Ich glaube, dass es ein Studio ist. Bin mir aber jetzt nicht sicher, also ich müsste da jetzt echt was mir aus den
Fingern sagen. Ich wollte ein Halloween-Spiel, aber ich habe nicht wirklich was gefunden, das mir zusagt. Okay, machen wir weiter. Ich muss auch auf die Uhr schauen, aber das erste Portal, es ist mir egal, ob jetzt das Video eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde. Das ist mir echt egal. So. Kraftstoff. Hinzufügen. Herstellen bitte. Das hole ich mir noch. Oder auch nicht. Volle Wurst. Man braucht nur in die Richtung gucken, in die man möchte und fertig. Man muss keine Leertaste nicht wirklich drücken. Sieht ihr? Jetzt drücke ich sie. Wenn ich aber hochsehe, bewegt er sich genauso schnell in diese Richtung. Mit der Shift-Taste ist wie laufen. Und es fühlt sich auch, obwohl in der Luft und man nicht viel merkt, aber... Also Motion Sickness sollte man hier nicht so schnell bekommen. Glaube ich halt. Ich kenne das nicht. Motion Sickness. Was ist das? Das ist die Werkbank. Die brauchen wir auch. Nur bei der Werkbank wird es gleich sehen, ja nicht andere Materialien gefertigt. Nicht das, was man erwartet. Also, ich hätte, was hätte ich denn erwartet, dass ich da Werkzeuge kriege oder so. Aber ist jetzt egal, um das geht es nicht. Wo stehen wir denn das gute Stück hin? Wo habe ich denn die Siegstühle? Die stehst jetzt daher. Genau, da bekomme ich die Teile, das Zahnrad, die Bolzen, die Federn und das Ganze kann ich auch recyceln, scheinbar. Wir haben dort ein Portal, kurz die Bremse. Macht der da Schwimmbewegungen? Tatsächlich, der macht Schwimmbewegungen. Also wenn ich die Shift-Taste nicht drücke... Ah, und wenn ich sie drücke, dann macht er die Graulbewegung sozusagen. Okay, dann muss ich locker machen wieder. Okay, verstehe. Und wenn wir so ein Portal betreten, dann sind immer so Zwischensequenzen, so kleine Mini-Missionen, wo man gut Loot abholen kann. Und ich denke, das werden wir jetzt auch erleben. So. Ich glaube, jetzt ist sie aus. Aber allein schon die Idee finde ich wirklich faszinierend. Sieht doch toll aus, oder? Mensch, schauen wir mal, ob man da hin kann.
Wahnsinn. Wetten, dass da hinten nichts Gesetze sagt man nicht. Ich weiß, aber ich sag's. Ah, da ist ein Collider. Man kann darunter auch nicht. Seht ihr, und ich denke so, es geht so, ja, ah, na, da ist ein Tunnel rein. Ja. Okay. Sieht aus wie Wasser. Hier. Das sieht doch aus, als wären wir da unter Wasser. Egal. Mach ich das Licht? Ja, scheinbar. Was war denn das jetzt? Wir hatten das Licht abgedreht. Oh, danke. Of course, I didn't expect to be greeted with balloons and fanfare, but where is everybody? Anhalten, haben wir schon. Reisende sollte nicht davor zurückschrecken, Pausen einzulegen. Diese sind eine gute Gelegenheit, durchzuatmen und sich ein wenig umzusehen. Na ja, dann. Lass uns umsehen. I'd tell you what to do about it, but I have no idea. Okay, er weiß es nicht. Ich auch nicht. Ja, danke. Meine erste Truhe. Sollte mich vielleicht zusagen, wie ich vorhin gespielt habe. Das war ja die Demo-Version. Das heißt, man kann sich eine Demo gratis herunterladen und man kann dann circa eine Stunde circa spielen. Man kann es anzocken, man bekommt einen Eindruck. Mein Eindruck war so gut, dass ich es mir gekauft habe. Da hatte ich diesen Loot gar nicht. Da war auch das Menü ganz anders. Schnell rein, weil da das tut uns nicht gut. Da noch eine Truhe. Na, jetzt wollte ich rüberlaufen. Ah ja, genau, man kann ja da fliegen.
Der ist aber schnell beim Einpacken. Ja. Richtig rein, da oben müssen wir rein. Das ist ja so eine Jump'n'Run-Partie. Au. Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Ja, den braucht wirklich nimmer, denn der gehört jetzt uns, das gute Stück, das Spezial. Der Spezialrevolver, dem die Muni nie ausgeht. Who do you think this skeleton was? So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, ist immer nur so eine Beginnerwaffe, aber besser als nichts. Was ist der Holz vor der Hütte? Genau, die Karte brauchen wir. Weil da haben wir unseren. Ah, okay, na, das ist für die Konsole. Da, wo wir vorhin davor gestanden sind und wo er gemeint hat, er hat auch keine Ahnung. Das muss ich mir ansehen zuerst. Warum? Shit. Den See haben wir noch. Ja, aber da ist nichts. Genau, mit der Kiste kann man das dann erweitern. Sonst durch die Mitte, oder? Das wird sicher schön. Unbedingt ein bisschen umsehen, auf jeden Fall, es könnte ja doch irgendwo was versteckt sein. Es sieht zwar jetzt nicht so aus, aber egal. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade. Ist schon egal. So, und jetzt schauen wir. Wir wollen... verbessern. Genau, seht ihr, wir haben den blauen Koffer bekommen, also in dem Fall sagen wir verbessern. Ist geschehen. Was kann ich da machen? In dem Fall sehe ich noch nichts, ich habe noch keine Ahnung. Aber das war es schon. Da werde ich mir einen Namen einfallen lassen. Tada, unser neues Stück.
geben wir her und geben den Ganzen einen Boden. Holz haben wir ja jetzt wieder. Bisschen zumindest. Wie viel haben wir da noch? Ein Holz. Zwei Leder. Oh. Ja, sei es jetzt wie es sei. Macht nichts. Ich nehme eins da, folgedessen kann ich auch nur eins machen. Am besten ist es. Wir reisen weiter. Schon wieder am Strom sparen. The leech is not clever or intelligent. You can hardly call it dangerous either. Ja, mittlerweile haben wir ja eine Pistole. Da kann es sein, dass wir Parasiten, die haften sich an den Rädern fest, ja, und dann fährt der Zug langsamer. Also wir sind da oben nicht geschützt. Das gleich mal vorweg. Wir haben sehr wohl Gegner. Wir werden das alles noch kennenlernen. Also die, ja, die machen uns was, die hängen sich dran. Da bekommen wir auch das Leder, danke sehr. Die tun uns nichts, auch nicht berühren, dann sterben sie sofort. Zumindest ist das mir passiert, ich habe die berührt. Also interagiert. Plötzlich hat sich der nicht mehr bewegt. Ob das ein Fehler war, weiß ich nicht. Er ist dann abgehangen wie ein Fisch, den es am Rücken gedreht hat. Ja. Uh-oh. Ah, da kriege ich. Oh, die sagen aber, die schreien schon. Wie komme ich das Fett weg? Okay. Bremst dich mal ein, ja. Also ich habe mir immer Zeit genommen, auch im vorhergehenden Spiel. Im vorhergehenden Spiel, wie weit habe ich da gespielt? Wenn wir das Gleis da sehen, links von uns, und den fremden Zug, bis dahin habe ich gespielt. Das kommt jetzt dann gleich wieder. Also so lange habe ich gar nicht gespielt. Das kann ich nicht mehr abholen.
James Brames. Was können wir noch lernen? Was ist das? Kupferkomponenten, sehr wichtig. Damit wir die Kupferspule bekommen. Das Labor. Ja, siehst du, wir brauchen einmal die Kupferspule und die Feder. Dann ebenso ist mir auch Marien aussehen, wie können wir essen. Also mit E, Must, es ist wie bei 7 Days to Die. Entschuldige, Subsistence natürlich. Aber jetzt. Ja, Bolzen bitte. Was habe ich denn jetzt? Zwei Eisenbahnen, einen Kupferbarren. Dann soll er noch Kupfer machen. So, und wir gehen sammeln. 10, 7, 8, dann haben wir da wieder frei. Ich denke mal, so ist das okay. Die ist noch leer. Das wäre dann irgendwie Nahrung, oder? Und wenn ich das jetzt... Ja, wenn ich drauf zeige, dann sieht man's. Nahrung Container 1. Was soll das mit dem Container? Container 1, was soll denn das? Container. Und wenn ich da jetzt schreibe. Metalle. Steht wieder nur Container da, weil es wieder da steht. Entschuldigung.
Nahrung, Metalle. Es ist okay. Es ist okay. Ich bin zufrieden, würde ich mal sagen. Ich möchte nochmal in die Einstellungen, und zwar Tastatureinstellungen. Und haben wir irgendwo die Tab-Taste? Nein. Also ich sehe nirgends die Tab-Taste. So, da ist die Tab-Taste. Und ich sag danke, weil das geht mir echt schon auf den Keks. So, da haben wir nämlich das Inventar. Da haben wir Schnellzugriffsplätze, und zwar 3 Stück haben wir insgesamt. 1, 2 sind noch frei. Auf 3 ist die Pistole. Hier wird angezeigt, was wir an Muni haben. Das heißt, es gibt andere Waffen auch noch. Ne? So, bei J kommen wir ins Journal. Erforsche und baue Labor 1. Haben wir ja vor. Zuerst hätte ich gerne die Tischdose an die Bolzen. Das hätte ich gerne. Und warum, werde ich euch gleich zeigen. Okay, also Holz. Ich brauche Mariana. Also, warte mal. Hier ist der Hammer, oder? Nee. Hier ist Bauern N. So. Mit G kann ich das verstellen. Mit R drehen. Also, das ist echt spitzenmäßig gemacht, ja? Nur mal. So nebenbei gesagt, wir stellen das jetzt mal daher, weil, ja, steckt weg das Teil, so, dann nehme ich den Hammer, drücke G und stell die Kiste wieder hin und muss feststellen, Holz und Bolzen. Okay, also na, echt jetzt? Krieg ich nicht mehr. Holz habe ich, das kann Bolzen brauche ich noch. Und um Bolzen, da brauche ich eben den Metall, also einen Mal. Bei der Gelegenheit kann ich mal nachsehen, wie lange ich schon aufnehme, und ich nehme schon 1 Stunde, okay. Das wird jetzt dann gleich beendet. Ich mache das jetzt noch fertig. So viel Zeit muss sein. Ich möchte die Kisten dann noch einräumen. Und dann verabschiede ich mich.
So da. Doch, bis daher habe ich gespielt. Can they see us? Hey! Well, whatever. Was auch immer. So, was auch immer, sag auch ich. Und hiermit verabschiede ich mich. Ich sage einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wir kommen dann noch gleich wieder zu einem Portal, glaube ich. Halloween! Sei es wie es sei. Ich sage einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bei Gefallen, Liken und Abonnieren bitte nicht vergessen. Könnt ihr mal gern was schreiben? Und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. So. Bis zur nächsten Folge. Ich würde sagen, mache ich auf jeden Fall noch. Also eine Folge kommt noch. Und dann schaue ich auf das Feedback, nehmen wir es dazu oder nicht. Es wird eher eine Liste dann gemacht. Tschüss.